Aber ich muss jetzt trotzdem kurz was essen. Sorry. Okay. Welchen sollen wir denn nehmen? Sollen wir den guten nehmen oder den? Ich meine, der Herr Görske hat jetzt gesagt, die Limousine ist nur für Personentransport, ne? Also den wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach den fetten. Wir haben sogar einen Leiter hier. Müssen wir mal später mal checken. Ob man sich da positionieren kann, falls es mal ernst werden sollte. Stimmt. Du hast deinen fetten ausgeparkt. Der steht unten frei, ne? Ja, genau. Den können wir nehmen. Gut. Außer, ich weiß nicht, ob der Rakowski hier seine 3-Wagen-Präsentation so stehen lassen will. Ich bin gespannt, ob er es mich freut. Ey, diese neuen Autoschlüssel, ne? Ja, es sind gewöhnungsbedürftig. Warte mal. Versuch's jetzt nochmal. Na, no, also. Dann start the engine. Moment, müssen wir. Ich muss hier erst mal rausfahren. Soll Richtig. ich Victor, rufst du Victor kurz an und schreibst ihm kurz ein SMS, damit er Bescheid weiß? Kann ich machen, ja. So, hatte. War LSMC, war das das Krankenhaus? Jawohl. Ja, ist ja gar nicht mal so weit weg. Direkt gegenüber von der Stadtverwaltung. Ach, wobei, wir haben ja auch ein Funkgerät. Du kannst ihn auch einfach kurz anfunken. Ja, aber dann funke ich ihm gerade mitten in sein Gespräch rein. Wir müssen nur so eine schlechte Wortwitzkasse aufmachen. Jedes Mal für einen schlechten Wortwitz ein Bier. Aber sonst, die Leute vom Bier waren ja echt freundlich, ne? Ja, ich sag mal, den Herrn Giordano, den kennen wir ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Den Herrn Hartmann kenne ich jetzt auch schon sehr lang. Gut, der Herr Kohl, bin ich auch froh, dass er auch sehr viel Humor hat, der Mann. Ja, da hast du ja gleich richtig gut eingeschlagen im ersten Eindruck. Na, der Taschenlampe hat irgendwie hier geklemmt und wollte gerade nicht angehen und dann habe ich mir da irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den Finger geklemmt hat oder ob da gerade irgendeine Stromspitze oder Kannst so, du ihn am ich war besten erschrocken. parken? Links? Fahren wir einfach gerade durch zur Stadthalle gegenüber. Okay. Da ist eigentlich immer ein Parkplatz. Die parken ja eigentlich alle auf der Gas. Nein, da kann man schon parken, da wo auch der blaue steht. Park ich einfach hin und dran. Genau. Ja, steht gut. Siehst du da auch dieses Autoschild? Ja. Okay. Gorski für den Funk. User joined your channel. Zornherr? Herr Zorn, Herr Remington, wenn Sie keinen dienstlichen Nutzen haben, lassen Sie bitte die Westen im Wagen, ja? Und tragen Sie diese nicht im Krankencenter bei der Kontrolle. Das könnte Leute verschrecken, bitte. Alles klar.
Hätte er ja mal sagen können, bevor wir so weit gelaufen. Bestätigung. Jawohl. Alles klar. In Ordnung, vielen Dank. Wieder den falschen Knopf gedrückt. Auch das noch. Wie sollen wir die jetzt da drin lassen? Alles klar. Weißt du, wo es reingeht? Ja. Immer dieses Dreckswetter, wann will man es am wenigsten brauchen? Na sicher, wenn man gerade aus dem Auto ausgestiegen ist, dann geht's los. Mhm. Dann schauen wir mal, ob jemand da ist. Ruf mal wieder mal. Hast du gemacht? Ja, mach schon mal geklingelt. Da, setz dich. Na hallo, Frau Neitz. Nee. Frau König, Entschuldigung. Genau. Ach. Guten Abend. Guten Abend. Alles gut. Ich bin heute völlig verwirrt, glauben Sie es mir. Der Kollege Remington und meine Wenigkeit brauchen diverse Gutachten. Ein psychologisches sowie ein rein gesundheitliches. Zum Einstieg in der neuen Firma. Darf man fragen, was für eine Firma? Die Firma frisch aufgemacht, Shields, privater Sicherheitsdienst. Ah, habe ich tatsächlich schon von gelesen. Das psychologische Gutachten, wenn Sie einen Augenblick warten, weil wir machen gerade eins, können wir tatsächlich machen heute noch. Das Gesundheitsgutachten können wir tatsächlich nicht heute machen. Das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Ach so, ja, gut. Das ist ja auch klar. Kein Problem. Oder Sie sagen, Sie möchten das gerne beides in einem Abwasch machen. Dann machen wir das so. Ihre Nummer habe ich, dann würde ich mich nach dem Gespräch jetzt mit meinen Kollegen besprechen, wann wir das dann machen können. User left your channel. Auch das ist eine Möglichkeit. Mason? Ja, das können wir auch gerne so machen. Okay, dann machen wir das so. Gut. Dann melde ich mich bei Ihnen davon. Alles klar. Okay, wunderbar. Dann noch weiter, viel Spaß. Ebenso, danke schön. Danke. Gott, ich bin auch ganz verwirrt, sag Frau Neitz, Frau König. Eieiei. Aber hast du irgendwie eine andere Hose an als ich? Vielleicht warst du mit deiner Hose lange am Regen. So. Na dann halt wieder zurück. Jupp. Guck mal, da ist gleich wieder Polizei. Kontrollieren Sie gleich wieder. So, ein Schiff wieder.
So, dann halt wieder zurück. Jupp. Wir bräuchten eigentlich auch noch so ein, wie soll ich sagen, so eine Schnellmarkierung. Wäre eigentlich ganz glücklich, oder? Naja, es, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, irgendwann hat man die Strecke im Kopf. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass uns dann die Frau König später anruft, wenn sie Zeit für beides hat, ne? Genau, die meldet sich bei mir. Ja, wunderbar. Ah. Bist du kurz im Gorski gefunden, dass wir auf dem Rückweg sind? Na, wir sind gleich da, da wird er merken, dass wir da sind. Ja, das. Boah, stimmt, das ist ja nicht weit. Ich vergesse immer, wie kurz das hier ist. Noch kurz auf dem Shot beim Bahama Mamas vorbeischauen. Ja, mal so einen entspannten Cocktail trinken und am nächsten Morgen nicht mal wissen, wie ich heiß. Ja, nice. Lass einfach hier stehen. Ich packen wieder ein. Kaum sind die Bullen raus, seid ihr wieder drin. Ah ja. Also, klappt, ja. Hat alles geklappt bei der Arzt? Der Frau König hat gesagt, dass das mit dem Psychologischen kein Problem wäre, aber das andere müssten sie noch vorbereiten und dann könnten wir beides in einem Zug machen und sie meldet sich bei mir. Ah, das wäre super. Meinen Sie, es macht einen Unterschied, ob das zwei oder drei Personen sind? Dann mache ich den Test gleich mit, dann ist das abgehakt. Ach Quatsch, die freut sich. Ich nehme an, das ist ja dann auch egal, ja. In Ordnung. Meine Herren, wie ist Ihre Verfügbarkeit Donnerstagabend 21 Uhr? Das lässt sich einrichten, ja. Der Herr Hartmann hat uns mit einer dienstlichen, wie per se für ihn persönlich emotionalen Sache veranlasst. Und zwar sollen wir die Überwachung und Einlasskontrolle bei der Beerdigung von Herrn Segafredo übernehmen. Das okay. Wäre mir eine besondere Ehre. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Sehr gut, perfekt. Ich habe ihn natürlich ein bisschen Pauschalpreis gemacht mit Open End, aber wir übernehmen, wie gesagt, die Eingangsüberwachung, Kontrolle auf Waffen, obliegt dann alles uns. Der Aufbau der Station und der Örtlichkeiten machen wir in Zusammenarbeit mit dem PD, aber die sind fast alle Gast dann bei der Veranstaltung. Ja, verständlich. Das heißt, wir müssen noch die restlichen, sag ich mal, was haben wir jetzt noch? Hütchen haben wir noch, können wir platzieren? Was war noch? Genau, bis jetzt nur Hütchen, das mit den Barrieren hat noch nicht funktioniert. Und wie funktioniert das mit den Hütchen? Sie müssen auf unsere spezielle Fraktionen zugreifen. Ah, alles klar. Und dann einfach genau. Bestätigen. Aber das funktioniert nicht überall, das Aufstellen. Manchmal sehen sie nicht, was sie getan haben. Das meinte ich mit der Boden schluckt es. Ah, okay, also testen wir das lieber draußen. Oder? Aber dann bitte wegräumen wieder. Sonst haben wir die hier überall rumliegen, ob sie sehen oder nicht. Und da draußen geht es nicht überall, das habe ich auch schon probiert. Ja, dann testen wir das dann lieber später noch mal draußen. Einfach probieren. Deswegen habe ich auch die beiden Herren gebeten, dass sie uns helfen, mit polizeilichen Barrikaden aufzustellen für einen Einlasskorridor am Donnerstag. Die Location kriege ich dann auch noch mitgeteilt. Okay, und das Durchsuchen von Personen ist dann auch autorisiert sozusagen? Exakt. Nach Waffen, so wie Herr Hartmann hat uns zusätzlich autorisiert, auch nach illegalen Stoffen zu kontrollieren. Schuss sowie Nahkampfwaffen sind alle verboten auf der Veranstaltung. Herr Zorn, dürfte ich das mal dabei Ihnen probieren, hier das Untersuchen? Ja. Mach ich mal. Genau, machen Sie es aber bitte richtig. Simulieren Sie bitte Hände hoch, Dankeschön.
So, was haben Sie dabei? Ein Messer, Pistole mit 250 Kugeln, Taschenlampe, eine Angel, Fischlizenz, Funkgerät, Köder, Silber, Teddybär, Telefon, Weintrauben und Zigaretten. Gut. Ja, so, jetzt möchte der Herr Zorn auf die Veranstaltung. Wie gehen Sie vor? Die Veranstaltung ist komplett waffenfrei. Genau, oder, exakt. Also, würde ich Ihnen sagen, Herr Zorn, die Veranstaltung ist komplett waffenfrei. Sie müssen leider Ihre Pistole bitte vorher ablegen, bevor Sie hier weiter eintreten dürfen. Okay. Und ich würde dann, weil ich ein ordentlicher Bürger bin, sowohl meine Pistole als auch das Messer wahrscheinlich logischerweise auch geben. Ne? Messer ja, ist ja auch eine Waffe. Sie müssen nicht geben. Nicht mir. Wir also, bitten die Leute, sie in ihren Fahrzeugen zu verstauen dann, wenn möglich. Okay, ja, das genau. So. Wir wissen ja nicht, woher und was auch immer da dran ist, deswegen nehmen wir die nicht entgegen. Okay, gut. Gesetzt dem Fall, also abgesehen, zu meiner Information für dich, Viktor, das mit den Westen klappt nicht so ganz. Du, ich meine, du siehst, wir sind beide. Ja, ich weiß, sie stecken jetzt im Auto fest. Richtig. Zum anderen, wenn ich jetzt, ne, was, wir sind jetzt hier und der Kollege, der dann bewaffnet ist, sprintet vorbei oder geht dann einfach trotzdem rein. Bin ich dann befähigt, ihm dementsprechend nochmal daran zu, so, ich würde dann einfach hinterhergehen, vielleicht, keine Ahnung. Es ist so, wir machen mit Herrn Giordano und Herr Hartmann einen Notfallfunkkanal aus. Aha. Sollte es wirklich total eskalieren, werden wir da einen Funkpin absetzen. Die Polizisten, die auf dieser Veranstaltung sind, sind voraussichtlich bewaffnet. Die dürfen, weil sie im Prinzip dienstlich teilnehmen. Ja, das heißt aber, ich informiere nur. Das heißt, ich darf nicht prügeln. Sie dürfen in dem Notfall niederschlagen. Der Schusswaffengebrauch ist ausdrücklich zur Selbstverteidigung in letztem Falle. Wenn sie beschossen werden, dürfen sie zurückschießen. Ansonsten... Sie darf ich damit drohen? Als letzte Instanz, ja. Als letzte Instanz. Wir ziehen die Schusswaffen nur im allernötigsten Falle. Haben wir Baseballschläger eigentlich? Nee, ne? Noch nicht auf Lager, aber es ist eine Überlegung, ob ich uns noch was für den Nahkampf besorge. Also die Brechstange ist, glaube ich, jetzt, dann haben wir immerhin noch die Taschenlampe. Richtig, im Notfall knüppeln sie mit der Taschenlampe, die hat ordentlich Wumms. Nicht testen. Nee, hat Zorn schon gemacht. Dann würde ich doch auch mal das mit dem Durchsuchen austesten. Dann will ich jetzt auch mal befummeln. Ja, sehr gerne. Ja, klar, hier, von wegen. Drehen wir die Situation doch einfach mal um. Warten Sie, Herr Zorn, Sie machen Einlasskontrolle da an der Treppe. Herr Remington, Sie kommen doch hin, bitte. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Willkommen auf der Veranstaltung. Dies ist eine waffenfreie Veranstaltung. Ich müsste Sie kurz durchsuchen, wenn das in Ordnung geht für Sie. Natürlich. Vielen Dank für die Kooperation. So. Legen Sie mal Hand an. So. Viktor, siehst du das an den Armen? Da. Guter Mann, Sie sind im Besitz einer Pistole. Ich möchte Sie bitten, diese bitte in Ihrem Wagen zurückzulegen und dann nochmal zu mir zu kommen. Alles klar, erledige ich. Messer und Co. müssen wir aber eigentlich auch ablegen, oder? Alles ablegen, Nahkampf wie Fernkampfwaffen. Ja, gut. Auch bedrohliche Gegenstände, Baseballschläger und Brecheisen, bitte auch. Jetzt hat der Herr Remington hat jetzt Kokain bei sich in kleinen Mengen. Herr Zorn, wie gehen Sie vor, bitte? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Einfach mal ins kalte Wasser geschmissen. Gesagt, wir haben die Kontrolle, wir dürfen das kontrollieren, aber jetzt haben sie erst festgestellt, dass er es hat, Narkotika. Was machen Sie bitte? Naja, ich würde ja jetzt angehalten, auf Waffen zu kontrollieren. Das würde ich jetzt. Das habe ich eben gesagt. Ach, habe ich ja nicht zugehört. Der Herr Hartmann hat uns die Erlaubnis erteilt, auch gegen Drogen vorzugehen bei der Kontrolle.
keine Substanzen sollen, sowie Waffen und Schlagwaffen, die Veranstaltung betreten. Dann würde ich normalerweise auch jetzt darauf hinweisen, das bitte zu entfernen. Und eigentlich ganz offiziell müsste ich ihn darauf hinweisen, dass ich gezwungen bin, das auch zu melden. So, jetzt hat er, sagen wir mal, 2 Portionen Gras dabei. 2 Portionen Gras sind doch noch verdammt, wie heißt das Gesetz? Das, Selbstnutzungsgesetz. 2 Portionen Gras ist, glaube ich, in Ordnung. Dann müssen wir in dem Bereich wirklich die Gesetzeslage nochmal intensiv studieren, ja. Ich würde Sie bitten, das auch nochmal kurz zu kontrollieren, bevor der Veranstaltung, dass Sie da gesetzessicher auftreten. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, es ist aber eine Veranstaltung, die komplett drogenfrei ist. Dann ist natürlich auch das nicht erlaubt. Richtig, ja. So, jetzt bitten Sie ihn, Herr Remington, Sie beziehen sich bitte jetzt auf das Gesetz und sagen, es ist Ihre persönliche Mittel und deswegen sehen Sie nicht ein, warum Sie sie abgeben müssen. Bitte simulieren Sie. So, soll ich anfangen oder soll Zorn weitermachen jetzt? Herr Zorn, Sie haben jetzt in diesem Moment die Drogen festgestellt. Okay. Guter Mann, ich muss Sie darauf hinweisen, dass dies auch eine drogenfreie Veranstaltung ist und ich möchte Sie bitten, auch bitte Ihr Gras zu entfernen. Naja, also ich meine, es ist immer noch im Verhältnis von wegen, ich darf das ja bei mir führen. Jetzt sagt, dass diese 2 Portionen, die ich jetzt hier bei mir habe, die sind nicht verboten. Ja, das ist prinzipiell auch richtig. Ich möchte sie Ihnen auch wirklich nicht abnehmen und ich werde auch diesbezüglich jetzt keine Meldung bei der Polizei machen. Aber bei dieser Veranstaltung, da das ja auch eine private Veranstaltung ist, gelten da natürlich auch irgendwo die privaten Regeln der Veranstalter. Ne? Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht verbieten, dieses Gras mit sich zu führen, aber ich kann Ihnen... Namen der Veranstalter natürlich, solange sie das Gras bei sich tragen, hier den Zugang verwehren. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen frech. Ich meine, das ist hier eine sehr traurige Veranstaltung und jeder hat seine eigene Art zu trauern. Und ich denke schon, dass ich das definitiv brauchen werde später. Also wie soll ich denn damit hier sonst umgehen? Ja, Sie können ja auch gerne, nachdem Sie die Veranstaltung verlassen haben, davon so viel Gebrauch machen, wie Sie möchten. Aber halt eben bitte nicht während der Veranstaltung. Was soll ich jetzt damit machen? Ihn aushändigen, damit Sie es selbst wegpuffen oder was? Packen Sie es dahin, wo Sie auch Ihre Pistole hingepackt haben, in sicher verwahrt in Ihrem Kofferraum. Das zählt ja gar nicht ein. Also die Pistolen tue ich ja noch weg, aber das Gras ist... Ja, ich pack's weg, Sehr gut. Von der Situation ausgehend, dass er sich jetzt bis zuletzt... jetzt hätte ich ihn eigentlich nochmal kontrollieren müssen. Guter Mann. Genau. Ja. Ich muss leider nochmal sicher gehen, bevor sie jetzt... Sie haben mich doch schon kontrolliert, Sie haben mich schon genug gefummelt. Bleiben Sie bitte noch mal einen kurzen Moment stehen, das wäre auch sehr freundlich von Ihnen. Sie haben mich doch schon genug befummelt, das reicht doch jetzt. Ich muss sicher gehen, dass Sie das Gras auch wirklich entsorgt haben, also weggeräumt haben. Ich finde, das ist eine Frechheit von wegen hier, das ist eigentlich, das ist so eine traurige Veranstaltung, Sie spielen sich hier so auf. Herr Hartmann für Herr Zahn. Ja, okay. Also, genau. Ja, aber wirklich, also wäre jetzt wirklich so. Also im Endeffekt, eigentlich müsste er jetzt wirklich dann Verstärkung rufen. Na, an dem Punkt schon mal das, wir machen die Kontrolle immer zu zweit. Deswegen habe ich mich jetzt in den Weg gestellt. Das heißt, einer steht ein wenig weiter hinter, um das zu blockieren. Sekunde bitte, der Salvatore. Da, Salva, was gibt es? Ah, perfekt. Es tut mir leid, ich krieg kurz einen Anruf. Ich bin gleich wieder dir, da. Ich danke dir. Ich gebe alles dir gut, ich krieg keinen. Kontaktdaten durch. Wir üben nur gerade schon mal Personenkontrolle für Donnerstag. Vertrag schicke ich dir dann durch. Ich danke dir, bis dann. So. Nur kurz. Die Zeugnisse für Sie sind angekommen und den Herr Remington. Oh, sehr gut. Die werden dann unter Mitarbeiteranlagen abgelegt, die Führungszeugnisse. Oh, das ist schön, ja. Genau.
Jetzt warte ich noch kurz, bis der Herr Remington auch da ist. Was ich nur sagen wollte, die Kontrolle machen wir immer zu zweit, sodass, wenn er jetzt wie eben an ihnen vorbeiziehen will, immer ein Mann noch hinten dran steht und den Weg quasi blockiert. Genau. Das heißt, einer kontrolliert und einer sichert ab. Wir sind leicht hinten dran versetzt, dass der im Notfall den Arm ausstrecken kann und sagen Stopp, wenn ihnen was durchflutscht. User left your channel. Das ist das eine. Zum anderen können wir auch, der Hinweis war schon sehr gut, außerhalb der Veranstaltung, dann auch, es ist natürlich nicht die Einzelperson, die eventuell gut damit umgeht, sondern wir können es entweder allen verbieten oder allen erlauben und nicht Ausnahmen machen. Ne, das ist ein Punkt, und es gibt ja sicher Leute, die das nicht so gut vertragen, wie in unserem Beispiel. Und dann müssen wir natürlich auch androhen, bei Nichteinhaltung mit der Konsequenz, die Polizei zu verständigen. Und bei der Volleskalation wird das dann eben auch gemacht. Aber sind dann die Kollegen im Funk, also in dem Fall jetzt hier, von wegen hier? Die sind in einem anderen Kanal dann. Ja, dem wird durchgegeben, welcher, nicht in unserem Standardfunkkanal. Das heißt, ja, im Laufe des Abends... Dann spontan in diesen Funk. Nein, wechseln. Das heißt, einer von den beiden Sicherungsposten befindet sich im Nordkanal und einer in unserem Funk. Ah, oh, okay, sehr gut. So kann einer im Notfall immer den Ticker absetzen und der andere kann kommunizieren. Nichtsdestotrotz wäre es ein... Kannst du mir mal bitte die Nummern von den zuständigen Kollegen im PD geben, falls doch mal etwas sein sollte? Also die jetzt da waren eigentlich. Giordano, Hartmann, wer ist am Donnerstag da? Weißt du das? Der Giordano koordiniert das alles. Der Hartmann organisiert und möchte aus persönlichen Gründen nicht so viel damit aushören. Okay, ja, verstehe. Ich schicke euch die Nummer noch. Ich habe beide. Ich habe vom Hartmann und vom Salvatore habe ich auch. Ich bin versorgt. Ich schicke dir dann die Nummer vom Salva noch durch. Alles klar. Ich gehe mal gerade mal schnell ein Sandwich holen. Mach das. Brauchst du auch was, Mason? Nee, danke. Ich habe gefuttert. User joined your channel. Wagen habt ihr ja auf euren Namen geleast, das heißt, ich musste nur Waffenfunkgeräte besorgen. Das passt schon soweit. Alles klar, weil noch, ich habe noch von unserer Weinlieferung habe ich noch ein bisschen was auf Tash, also... Nein, sie sollten ja dann Gehalt kriegen, ich weiß jetzt nur nicht, ob das heute schon funktioniert, weil wie gesagt, das hat schon funktioniert, wir haben schon direkt ausgezuzelt, alles was wir da haben. Dann weiß ich nicht, woher. Ja, keine Ahnung, sag aber... erstmal der Miese. Oder vielleicht von meinem Bankkonto, wir werden es auf jeden Fall feststellen. Natürlich sein, dass das Unternehmen jetzt kurz im Minus ist. Aber das klärt sich alles morgen, wenn ich Zugriff auf das Konto habe. Genau, und am Donnerstag machen wir schon wieder Plus. Ja, vielleicht auch schon früher. Wer weiß, wer sich noch meldet. Apropos, was war das jetzt mit dem Mann, der da vorhin auch so ganz interessiert war? Mischa Popov. Was? Da, Mischa Popov. Okay. Was wollte der? Sehr seltsamer. Erst wollte er wegen Job. Ich habe ihm gesagt, Dienstag. Weil heute haben wir ja zu tun genug. Und dann hat er gesagt, ja, er sucht Job. Mhm. Und seine erste Anfrage war, was für Waffen er denn hier nehmen dürfte. Das wirkte nicht sehr seriös, muss ich zugeben. Also, das würde ich auch mal sagen, weil ich habe das Gefühl, dass wir. Also, das Problem ist jetzt auch die Leute, die jetzt kommen. Sind die Leute wirklich am Job interessiert oder sind die Leute daran, erstens an der ganzen Struktur und an den ganzen Informationen von uns interessiert? Deswegen, also ich will uns ja auch noch Taser geben, also junge Kräfte kriegen erstmal keine Schusswaffen hier in Einarbeitung. Was ist jetzt eigentlich unsere Jobbezeichnung? Was ist deine Position, was ist unsere Position? Ich bin Standortleiter. Ja. Ihr seid Fieldman. Fieldman. Die Details zu euren Aufgaben findet ihr auch auf dem Server abgelegt. Es ist so, dass ich dazu übergehen werde, euch beide dann auch zu Team- und Einsatzleitern weiterzubilden, die eigentlich normal an euren Schreibtischen sitzen sollten. Ja, das begrüße ich. So,
Da wir momentan nur zu dritt sind, dürft ihr natürlich auch Aufträge annehmen, aber eben noch nichts ins Geschäftsbuch eintragen. Das heißt, die Rückfrage muss dann über mich gehen. Wenn ihr dann Teamleiter seid, könnt ihr die auch komplett alleine abwickeln. Ja. Ohne meine Kontrolle dann. Jetzt arbeiten wir uns erstmal gemütlich ein. Richtig, erstmal jetzt Donnerstag den ersten Job über die Bühne bringen. Victor, bist du auch da? Ja, natürlich. Ich bin da. Ich hoffe, dass ich vorab dann noch die Information kriege, welche Location das ist, dass man sich das alles schon mal angucken kann. Ja, das wäre auf jeden Fall super. Also um 9 Uhr geht der Job los. Besser wäre, wenn wir eine Stunde vorher da sind, denke ich. Wenn um 9 Uhr die Veranstaltung losgeht, kommen wir spätestens eine halbe Stunde davor, nämlich an die ersten Gäste. Da sollten wir schon aufgebaut haben. Auf jeden Fall, genau. Ich mache den Vertrag auch fertig und sobald ich mehr Infos habe, findet ihr die unter Einsätzen bei uns auf dem Server abgelegt. Mit Ort, Zeit und allem drum und dran. Sehr schön. Ist dann eure Aufgabe, wenn ihr mal selber Einsätze auch eintragt, müsst ihr das eben auch so machen, dass jeder genau weiß, was da abgeht. Okay. Jetzt überlege ich noch ein Thema, was noch war, ist die Krankenversicherung. Seid ihr beide versichert? Nein. Müsste ich eigentlich noch sein, ja? Ja, läuft noch. Okay, weil ich muss auch noch abklären. Dann sollten wir das vielleicht nach dem medizinischen Check, wenn der soweit ist. Hat sie was gesagt, wann? Nee, hat sie keine Richtung angegeben. Sie sagte, sie meldet sich bei mir. Na dann. Zorn, wenn sich gemeldet, informieren Sie uns, weil dann können wir danach direkt das mit der Versicherung klären, Mason. Richtig. Dass du auch einer hast. Nicht, dass was passiert und man sich hier in Unkosten stürzen muss. Wie viel kostet die denn? Zuletzt gab es die normale Versicherung für 1000 die Woche und die Platin-Versicherung für 5000 die Woche. Ich weiß aber nicht, ob das, nachdem jetzt LSMC auch umgezogen war, ob es da neue Strukturen gibt und so. Das fragen wir der Frau König dann am besten auch nochmal, wenn wir das dann da sind. Das fragen wir dann. Also eine Grundversicherung übernimmt die Firma, Platin-Versicherung ist Privatvergnügen. Ach, die Grundversicherung? Wie? Also die Grundversicherung übernimmst du oder was? Genau, die Grundversicherungskosten trägt die Firma. Okay. Das ist ein sehr ordentliches Angebot. Dafür im Gegenzug, wenn Sie Ihr Fahrzeug beschädigen, müssen Sie selber dafür aufkommen. Das ist nur fair. Die Verantwortung der personenbezogenen Fahrzeuge gehört Ihnen. Und was ist, wenn es im Einsatz beschädigt wurde? Wenn es durch eine notwendige Aktion beschädigt wird, sind das Firmenkosten. Es gibt jetzt, weil ich ja vorhin situationsbedingt gerade beim ACLS war, die sind gerade an neuen Versicherungspolicen dran, wo es auch eine Police geben soll, die übergreifend auf alle eigenen Fahrzeuge dann wirkt, so dass das dann je nachdem, was das dann kosten soll, vielleicht nicht falsch ist, wenn man sowieso sein eigenes Privatauto versichern lassen muss, dann das Firmenfahrzeug in die gleiche Versicherung gerade mit reinzunehmen. Ich wollte eigentlich mal anfragen, wie das ist für Unternehmensversicherung. Dann werden wir alle immer abgedeckt im Einsatz. Es könnte dann halt sein, dass Sie dann einen Anteil tragen müssen, prozentual, und der Hauptteil geht einfach über die Firma. Oder das ist natürlich auch eine Option, ja. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Eventuell könnte man gleich mal beim ACLS vorbeifragen. Könnte man machen, ja. Und da steht bei Ihnen beiden noch was an jetzt? Nö, im Moment nicht. Vorbeifahren muss man auf jeden Fall. Von denen keine Nummer. Ich komme ja nicht. Vom Martinez habe ich noch gehabt, vom Barry habe ich noch gehabt. Ich habe ja schon vom Chris schon die Nummer nicht mehr gehabt und der ist ja jetzt auch kein Chef mehr. Ich müsste noch mal kurz 5 bis 10 Minuten müsste ich mich noch mal kurz abmelden und dann würde ich einfach dazu stoßen. Das können wir machen oder sollen wir kurz warten? Nee, macht ihr, klärt das schon mal ruhig. Ich muss ja nicht dabei sein, wenn ihr mir erzählt, dass das mit den ganzen Fahrzeugen klärt. Und ich rufe dich dann, ich funk dann einfach noch mal. In Ordnung, dann funkst du einfach. Nehmen wir Baller oder die Limousine? Soll ich meinen Baller einladen? Wobei, du kommst raus, oder? Ich komm raus. Du kannst dich entscheiden. Wenn du länger weg bist, park ihn weg. Wenn nicht, lass ihn einfach stehen. Ja, dann lass ihn stehen. Aber dann melde ich mich kurz außer Dienst. Und dann komme ich dann wieder zurück. Wegen 5 Minuten brauchst du das nicht machen. Aber ich will doch nicht hier, du weißt doch. Alles gut. Hock dich an den Computer, dass jemand denkt, du arbeitest. Marvin, alles klar, so. Bis gleich. Bis gleich.